Ein Spaziergang ist das nicht. Aber Self-Care, Sorge für sich selbst, Sauna, Berührung durch Hitze, Schweiß, Wasser, draußen frische Luft. Was physisch wirkt, hat auch psychische Konsequenzen. Das nämlich bedeutet Sauna. Alle Aufmerksamkeit nur dem Körper zu widmen und zu erfahren, wie selig er darauf reagiert. Also wie sehr das, was wir Seele nennen, dabei angeregt wird. Auch die Gedanken beginnen zu fliegen. Vielleicht aus diesem Grund mag ich den Aufguss nicht, an dem gewöhnlich viele teilnehmen, aber hier gibt es gar keinen, das ist gut. Ich will allein hier sitzen und den Gedanken freien Lauf lassen. Unvergleichlich das Gefühl, wenn die Hitze den Körper von außen nach innen durchdringt und das Innerste durch die Haut nach außen tropft und dann im Becken rinnt. Der Sand rinnt langsam. Danach kommt gleich der kalte Wasserguss. Sauna, das sind diese heißen, kalten Schauer, diese brüsken Wechsel, die den Körper erbeben lassen und die Wohligkeit, die ihn dann durchzieht. Der Wechsel zwischen heiß und kalt trainiert die Blutgefäße. Die werden elastischer. Die Haut wird glatter. Das Dermizidin auf der Haut, das beim Schwitzen produziert wird, schützt vor Infektionen. Die körperliche Katharsis reinigt auch die Seele. Das Spiel mit extremen Erfahrungen führt dazu, die Balance wiederzufinden. Körperlich, seelisch, geistig. Die Meditation auf der Saunabank und auf der Ruheliege danach weitet den Blick und führt zur Rückkehr der Heiterkeit, die auch schwierige Erfahrungen wieder ausbalanciert. Das verdanke ich der Sauna. Alle paar Tage.